Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche willkommen zu den nächsten Runden von Let's Roleplay Fallout Shelter, der Arena, dem letzten Teil des Let's Plays. Und wir befinden uns jetzt im Viertelfinale, die Vorrunden sind vorbei, jetzt werden nur noch die Starken gegen die Starken antreten. Bruder gegen Bruder in diesem Falle, Deadline gegen Kill 14-14. Deadline hat ein bisschen was getan im Livestream, ist dadurch ein bisschen stärker geworden. Kill 14-14 hat es verplant und somit bleibt er auf der Strecke, ob er nun gewinnen wird oder verlieren, ob es nun bestraft wird, dass er am Mittwoch nicht da war, das werden wir heute im Kampf sehen. Doch gucken wir uns erstmal die Werte von den einzelnen Leuten an. Deadline, du hast ein Leben von 600 Schaden, 35 bis 40, der Erstschlag beträgt 4. Crit hast du von 50%, der DPS-Wert ist insgesamt 60 und die Ausweichchance ist 12%. An einer Sache wird Kill 14-14 definitiv zu knabbern haben und das ist der Papagei, der Deadline 38% Schadensresistenz gibt. Denn gucken wir uns mal die Werte von Kill 14-14 an. Kill 14-14 hat 500 Leben, das heißt 100 Leben weniger als Deadline. Er hat einen Schaden von 33 bis 38. Gucken wir uns mal die DPS an. 57, jedoch kommen da jetzt nochmal die 38% Schadensresistenz drauf. Das bedeutet für Kill 14-14, dass er im Durchschnitt gerade mal ja 37 Schaden macht, denn diese 38%, die hauen ihn wirklich, wirklich runter. Wie das Ganze aussieht, ob er vielleicht doch noch ein bisschen Glück hat und mit seinen 30% Crit doch ein paar mehr Crits landet, das werden wir gleich sehen. Gehen wir aber erstmal weiter. Kill 14-14 hat einen Erstschlag von 7. Das ermöglicht ihm natürlich, dass er anfängt. Was bedeutet, dass er eigentlich ganz gute Karten hat. Wenn er jetzt hier 2 Crits landet und Deadline kein Crit landet, dann wäre er definitiv im Vorteil. Natürlich sind da noch die 38% Schadensresistenz von dem Papagei. Aber das ist wirklich kein Problem, wenn er vielleicht sogar noch einmal ausweicht. Also Kill 14-14, noch ist nicht alles verloren. Das Problem an deiner Seite ist einfach nur, du hast eine Katze, die dir ja nichts bringt. Da hättest du vielleicht nochmal dran arbeiten müssen für die Arena. Nun ja, egal, was soll's. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal den Kampf und gucken, wie das Ganze ausgeht. Ich meine, wir lassen uns einfach mal überraschen und damit kommen wir zum Erstschlag von Kill 14-14 direkt mit einem kritischen, wie ich es fast schon vorhergesagt habe, von 67. Das heißt, da haben wir halt wirklich, ja, eigentlich schon ziemlich minimalen Schaden von Kill 14-14. Er kommt da wirklich durch den Papagei nicht durch. Währenddessen Deadline natürlich im Allgemeinen fast schon diesen kritischen hat von Kill 14-14. Doch wie gesagt, es ist noch nicht vorbei. Kill 14-14 kann das Ding noch reißen, auch wenn das jetzt lebenstechnisch momentan nicht gut aussieht für Kill 14-14. Vor allem nach dem kritischen von 122 Damage. Das tut schon verdammt weh. Und da kommt schon der nächste kritische von Deadline. Das sind 128 Schaden. Ich denke mal, damit hat er eben schon fast den Kopf abgeschlagen. 138 Leben verbleiben noch. Ich denke, ja, jetzt weiß ich es sogar. Kill 14-14. Ich glaube, das war's. Drei kritische hintereinander. Das überlebt selbst der stärkste Ödländer nicht. Es tut mir leid. Du bist damit ausgeschieden. Das war's für dich. Für diese Staffel. Nächste Staffel. Weißt du Bescheid, dass es eine Arena gibt? Da weiß jeder Bescheid, dass es eine Arena gibt. Da wird es ein extra Inventar extra für die Arena geben. Und eins für, ja, für Ödland-Durchgänge. Nun ja, das war's also mit dem ersten Kampf für das Viertelfinale. Wir gucken uns jetzt mal die Tabelle an. Wir sehen, wir fangen wieder von oben an. Deadline, du kommst weiter. Kill 14-14, du bleibst stehen. Wir sehen uns in einer halben Stunde im nächsten Kampf wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.